Ja, hallo Abe und hallo Leute. Überraschenderweise bin ich doch schon zurück mit meinem neuen LP, denn zwischen den ganzen stundenlangen Arbeiten für das Studium und die Hausarbeit und all dem Kram brauche ich zwischendurch einfach mal etwas Zeitvertreib und Spaß zwischendurch, um motiviert zu bleiben. Und da dachte ich, ich überrasche euch früher, viel früher als angekündigt mit meinem zweiten und neuen LP. Und zwar spielen wir Oddworld, Abe's Odyssey. Und dieser kleine grüne Kerl dort in der Mitte ist Abe. Das ist unser Hauptcharakter und ja, einstellen muss ich glaube ich nichts. Schauen wir mal, was wir so können. Wir können nämlich mit unserem Charakter steuern, mit unserer Umwelt kommunizieren. Wir können Hallo sagen. Hallo. Wir können Folge mir sagen. Folge mir. Wir können jemanden zum Warten auffordern. Wir können wütend knurren. Miau. Wir können lachen, weil ein Witz absolut lustig ist. Wir können pfeifen. Entweder so oder so. Und wir können ordentlich einen ziehen lassen, wenn es mal wieder drückt. Oder auch zwei. Und dann können wir darüber lachen. Ja, und wir können schanden. Yo, yo, yo. Was es mit dem Schanden auf sich hat, das wir halt im Spiel sehen. Und ja, fangen wir einfach mal an mit einem echt coolen Intro. Folge mir. Wird geladen, also fang endlich an. Das tun wir. Dies ist Rupture Farms. Man sagt, es ist die größte Fleischfabrik auf Oddworld. Ich habe hier gearbeitet. Naja, eigentlich war ich ein Sklave. Genau wie all die anderen. Ich heiße Abe. Ich war mal Arbeiter des Jahres, aber jetzt bin ich nur noch totes Fleisch. Ich legte mich mit dem grausamsten Boss der Welt an. Moloch dem Glocken. Mein ganzes Leben hat sich an einem Tag verändert. Eines Abends habe ich auf Rupture Farms noch spät gearbeitet. Früher haben wir noch Meech Munchies hergestellt, bis es keine Meeches mehr gab. Dann machten wir Paramite-Pasteten. Und auch unsere Scrap-Kekse sind sehr gut. Ich dachte immer, ich hätte einen guten Job, aber dann hörte ich etwas über neu und schmackig. Denn ich wusste nicht, was ich heute weiß, wie das neue und verbesserte Rezept für einen höheren Umsatz heißt. Dem Glackens schrumpfte der Gewinn in Bar. Okay, wir sind hier. Ja, ja, ja. Genau hier sind wir. Denn die Scraps und Paramites wurden langsam rar. Okay, es geht also abwärts. Okay, Moloch, was willst du dagegen tun, hä? Aber Moloch blieb cool. Schau hin, zeig's ihnen. Er hatte einen Plan. Okay, was? Ja. Die neue Fleischsorte? Ja. Das waren wir. Du kannst nie mehr wie verarbeiten. Ich musste einfach abhauen. Ich musste weg, raus aus dieser Qual.
aber ich wusste noch nichts über mein Schicksal. Also, hol mich hier raus! Jo, nach diesem Intro seht ihr, was Sache ist. Wir wollen schnellstens aus Rapture Farms, unserer ehemaligen Arbeit, fliehen. Denn wir und unser Volk, unser Mitsklaven quasi, sollen zu Fleisch verarbeitet werden und lecker, schmackig in Superregal landen, im Regal des Supermarktes landen. Hier oben seht ihr immer so die Textnachrichten, das funktioniert am Anfang wie eine Art Tutorial. Und dort stand doch eben, dass wir rennen sollen, weil die Slicks, die Wächter, den Auftrag haben, uns zu erschießen. Und die grünen Texte sagen, erklären uns immer die Steuerung. Aber da ich schon ein bisschen vorgespielt habe, weiß ich die ungefähr. Und ja. Schauen wir mal. Und das war ganz schön knapp, denn hier haben wir schon einen Wächter. Daher gehen wir erstmal weiter durch diese Tür. Und beeilen uns ein wenig, denn dort ist schon wieder einer. Los, zieh Leine. Komm. Und jetzt schnell. Die Tür. Warte. Und schnell weg. Puh. Wow. So, hier springen wir. Ich habe das schon mal aufgenommen hier, die ersten Teile, und hatte aber wieder Soundprobleme, die ich vorher nicht getestet habe. Und da habe ich hier ordentlich gefailt und bin unten in diese Minen gefallen. Und dann explodiert man. Aber leider dürft ihr das nicht sehen. Aber glaubt mir, ihr werdet noch oft genug sehen, wie ich sterbe. So, und abgesehen von unserer Flucht haben wir ein zweites Ziel, das optional ist, das wir auf jeden Fall schaffen wollen. Wir wollen unsere Kumpels retten und mit in die Freiheit nehmen. Und eben habe ich euch das Schanden demonstriert, das ist so eine Art psychische Fähigkeit oder eine Gedankenkontrollfähigkeit, die die Motocons haben. Sie haben alle diesen Mund so zugenäht bekommen, wie Abe auch, mit diesen Stitches, diesen Nähten. Aber da sie das kriegen, wenn sie ganz klein sind, hat es zumindest bei Abe sich so gelockert, dass er wieder reden und schanden kann. Und ja, mit diesen Schanden können wir die Wächter übernehmen, die ein ordentliches Maschinengewehr besitzen. Und dort geht es gerade nicht weiter. Diese werden uns dort unfreiwillig helfen, hier rauszukommen und unsere Freunde zu befreien. Zunächst schalten wir den Strom aus, damit wir hier erstmal lang können. Und dort seht ihr Arbeiter 99. Das heißt, unsere Freunde sind 99 Stück, die wir befreien können, und wir sind der 100. quasi und Opfer. Wir können unsere Freunde auch aus Versehen töten oder in Todesgefahr bringen. Das wollen wir nicht. Wir wollen alle Arbeiter auf die geflohenen Liste setzen. Das ist unser Ziel. Und nun werden wir erstmal einen Kollegen erschießen. Pass auf! Ich hab doch gesagt, pass auf. So, und wenn wir jetzt zurückschanden quasi, dann explodiert dieser Wirt, den wir eben besessen haben. Sehr lustig. Und so sind wir zwei Gegner losgeworden. Und nun werden wir unsere ersten Kumpanen in die Freiheit entlassen. Dazu werden wir kommunizieren, wie ich euch es am Anfang in der Trockenübung gezeigt habe. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. Und schon haben wir einen willigen Gefolgsmann. Los, komm. Erwartet, bevor ich ihn mitnehme. Okay. Sollst nicht furzen, sollst warten. Erstmal die Lage checken. Nein, ich glaube, die ist sicher. Komm mit. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. Denn um unsere Leute zu befreien, können wir sie nicht einfach die ganze Zeit mitschleppen, sonst hätten wir irgendwann 20 Leute am Sack. Wir müssen sie zu diesen Fledermauskreisen bringen. Und wenn wir jetzt schanden, können wir aus diesen Fledermäusen eine Art Portal machen, das sie rausführt. Und sie springen in die Freiheit. Frag mich nicht, wie das geht. Es geht einfach. Wir haben irgendwie eine psychische Verbindung zu diesen Viechern, obwohl diese uns auch verletzen können. Aber nicht diese, die so im Kreis fliegen. Jedenfalls haben wir jetzt unseren ersten Kumpan gerettet und holen uns gleich den anderen mit. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. Was ziemlich witzig ist, wenn ich jetzt furze. Achtet mal drauf. Nein. Das nicht. Die Motocons lachen über Furzwitze. Oder lachen, wenn jemand furzt. Das sind doch mal coole Gesellen, oder?
Dafür, dass er so Humor bewiesen hat, darf er in die Freiheit. Los, Feierabend. Hau ab. Und das waren nur die einzigen beiden in diesem Bereich, glaube ich. Ja, und nun können wir weiterschreiten. Zwei befreit, warten noch 97. Hey, Bro. Hallo, hallo. Ich weiß nicht. Warte. Ja, warte mal, nicht vor. So, dort sehen wir schon unsere ersten Erfolge. Und wir können die nächsten Erfolge so gleich vermuten. Hallo, hallo, warte. Nein, komm mit. Mir. Okay. Komm. Los, rein da. Juhu! Denn wir wollen ja nicht wie die Paramite-Pasteten enden. Oder die Crab-Kekse. Oder die Meat-Munchies. Hallo, hallo, folge mir, okay. Ah, Meat-Munchies ist doch ein geiler Name, oder? Was auch immer das ist. Es klingt, man könnte es mal kosten. Wenn sie nicht ausgestorben werden. So, jetzt haben wir wieder zwei Kumpanen gerettet, fühlen uns besser und gehen gleich weiter. So, dort oben sehen wir einen Wachroboter, der dafür sorgt, dass wir hier nicht schanden können. Denn dieser versetzt uns dann einen Blitzschlag, der tötet uns nicht, aber das würde die Aufmerksamkeit von diesem Typen da unten auf uns lenken. Und ja, diese Roboter sind quasi in dieser Fabrik eingesetzt worden, um dafür zu sorgen, dass die Mudokons, die Sklaven, nicht schanden und nicht miteinander reden, sondern einfach nur arbeiten. Und ja, daher können wir diesen Typ dort unten nicht eben mal besetzen, aber wir können ihm eine Falle stellen und schon ist er weg. So tun uns die Roboter nichts, sie reagieren nur aufs Schanden, oder? Hallo. Ja, nur aufs Schanden. Reden können wir. Ich kann es euch ja mal demonstrieren, wenn wir jetzt schanden würden. Bam. Das zwickt uns quasi, tötet uns nicht. Ja, was haben wir hier? Fallende Fleischstücke. Wow. An der Stelle habe ich auch ordentlich gefailt in der ersten Aufnahme. Ah, keine Angst, ich werde noch oft genug failen. Was stand da eigentlich im Hintergrund? Die Thermalzone. Hier haben wir Minen. Wenn ich rübergehen würde, würde ich einfach explodieren. Und ihr seht, die blinken rot und grün. Und grün nur für sehr kurze Zeit. Und wir müssen vorahnen oder quasi mitzählen, wann die grüne Stelle kommt. Und direkt kurz vorher auf den Knopf drücken. Und ich habe es geschafft und so entschärfen wir die Dinger. Also, wenn ich auf die roten Knopf drücke, macht's kaboom und ich bin tot. So, hier haben wir zwei Wächter. Was mache ich denn damit? Ach, scheiße. Ach, machen wir es einfach so. Sie spüren jedenfalls, wenn wir sie übernehmen wollen und rennen. Oh, scheiße! Fuck! Der Affe hat einen Kumpel von mir getötet. Das heißt, ich muss Selbstmord begehen. Ich will alle retten. Daher, töte mich. Scheiße. Sie ist schon das erste Mal gestorben. Nein, ich will wirklich alle retten. Aber das Spiel hat sehr faire Checkpoints. Sehr viele davon. Und ich glaube sogar, jeder Bildschirm ist ein Checkpoint. Ich bin mir nicht sicher. Ich müsste einfach mal zwischendurch speichern. Das werde ich aber meist nur tun, wenn ich... wenn ich aufhöre zu spielen. Du bist nicht der Einzige, der sich im Schatten verstecken kann. Diese roten Texte sind meist Bedrohungen oder Propagandanachrichten von den Besitzern der Farm hier. Auch manchmal ziemlich witzig. Hallo. Hallo. B, ja, schieß den jetzt.